Ja, guten Morgen, alles Gute Ihnen im neuen Jahr. Herzlich willkommen zurück zur Vorlesung Quantenfeldtheorie. Anstatt jetzt lang und breit zu wiederholen, was bisher geschah, fange ich direkt mit dem neuen Thema an, das sind nämlich Beispiele. Wir wollen jetzt mit einigen konkreten Beispielen in konkreten Theorien alles nochmal ein bisschen erläutern und illustrieren, was wir bisher gelernt haben. Und wir fangen heute an mit einem Beispiel, was nochmal das Konzept der Renormierung und die Berechnung von Observablen auf Tree-Level und in höheren Ordnungen Revue passieren lässt. Das heißt, wir schauen uns an konkret Observablen. Und inklusive Renormierung in einer konkreten Theorie, nämlich der einfachsten Phi hoch 4 Theorie. Daran können wir die wichtigen Konzepte nochmal erläutern. So, wenn wir also direkt an höhere Ordnungen denken, dann können wir also Feynman-Diagramme von niedrigster Ordnung, Tree-Level, ohne geschlossene Loops unterscheiden von Feynman-Diagrammen in höherer Ordnung, also mit geschlossenen Loops oder geschlossenen Schleifen. Wenn wir auf Tree-Level rechnen, brauchen wir noch nicht das Konzept der Renormierung. Wenn wir aber in höheren Ordnungen rechnen, brauchen wir Renormierung. Und der allgemeine Fall ist eben der, dass man Renormierung braucht. Und dann kann ich das Schema, was wir uns überlegt haben, nochmal so angeben, dass wir die Theorie letztlich technisch darstellen durch eine nackte Lagrange-Dichte, die nackte Parameter enthält, zum Beispiel einen nackten Massenquadratparameter, eine nackte Kopplung. Und dadurch werden dann letzten Endes Feynman-Diagramme bestimmt. Diese nackten Parameter dürfen auch regularisierungsabhängig sein, die dürfen Divergenzen enthalten, wie 1 durch Epsilon in dimensionaler Regularisierung. Aber im Endeffekt renormieren wir dann, und das heißt zum einen, dass wir eine Verbindung herstellen zwischen den nackten Größen dieser nackten Lagrange-Dichte und renormierten Größen, also einer renormierten Masse, einer renormierten Kopplung und so weiter. Das sind also renormierte Parameter. Und auf der anderen Seite können wir aus der Theorie dann allerlei physikalische Größen ausrechnen. Zunächst mal können wir Feynman-Diagramme berechnen für Green'sche Funktionen oder auch sowas wie Selbstenergie, Sigma Hut, das war die renormierte Selbstenergie, oder allgemein renormierte Green-Funktionen oder Korrelationsfunktionen von Feldoperatoren und natürlich insbesondere dann Observablen, beobachtbare Größen. Die kann man zum Beispiel aus den Green-Funktionen rekonstruieren, wie wir gesehen haben. Aber im Allgemeinen kann man die auf jeden Fall berechnen. So, und dann steht auf der linken Seite hier eben Größen, die von der Renormierung und Regularisierung abhängen und die divergent sind. Im Limes Epsilon gegen 0. Und hier auf der rechten Seite ist alles endlich für den Fall, dass wir die Regularisierung gegen 0 gehen lassen. Also das ist alles endlich für den Limes Epsilon gegen 0. Das heißt, das sind alles renormierte Größen, die einen endlichen Limes haben, und dass der Limes endlich ist, bedeutet eben, die Theorie ist mathematisch und auch physikalisch sinnvoll. Und man kann dann eben am Ende des Tages alle interessierenden Größen ausdrücken durch einen minimalen Satz von Input-Parametern. Zum Beispiel kann man alles schreiben als Funktion von diesen renormierten Parametern hier. Dann würden sich also Observablen ergeben als Funktion von diesem endlichen m² und dem endlichen g. Und diese Funktionen sind dann natürlich im Endeffekt unabhängig von Epsilon, also ganz normale endliche Funktionen. Und dann haben wir eben eine vorhersagekräftige, sinnvolle, mathematisch und physikalisch sinnvolle Theorie. Na
Also im Endeffekt können wir alles als Funktion von zum Beispiel m² und g ausdrücken. Und das waren die zwei Aspekte der Renormierung, die wir hier kennengelernt haben, nämlich dass einmal die Theorie natürlich endlich wird, das ist die wichtigste notwendige Bedingung, aber dass dann eben auch die Theorie umparametrisiert wird und man alles schreibt als Funktion von diesen endlichen Größen, sodass man dann am Endeffekt sich unabhängig macht von der Regularisierungsprozedur. So, das ist die Grundidee. Und jetzt wollen wir eben mal in dieser 4-hoch-4-Theorie Observablen konkret ausrechnen, und zwar eben nicht nur renormiert, sondern auch schon auf Tree-Level, was natürlich viel einfacher ist, aber auch da kann man schon einiges illustrieren. Fangen wir also an, Kapitel 5.1.1, Observablen in der 4-hoch-4-Theorie in der Tree-Level-Näherung. So, dann geben wir die Theorie nochmal an, in Form von der klassischen Lagrange-Dichte. CL steht also für klassisch, denn Tree-Level bedeutet der klassische Limes H quer gegen 0. Das ist also 1/2 mal d mü phi zum Quadrat minus m Quadrat halbe phi Quadrat minus g durch phi hoch 4, 4 Fakultät mal phi hoch 4. Das ist die 4 hoch 4 Theorie. Die ersten zwei Terme sind die freie Theorie, die ein freies Teilchen mit der Masse m beschreibt und die wir durch kanonische Quantisierung auch quantisiert haben. Wenn man nur die freie Theorie betrachtet, entstehen dann Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren A und A-Decker, die Fockraumzustände für Teilchen erzeugen. Und wenn wir die Wechselwirkung mit betrachten, dann können wir Störungstheorie machen, Feynman-Regeln herleiten, über Gell-Mann-Loh-Formel und Wick-Theorem, und daraus entstehen dann Feynman-Regeln. Und die Feynman-Regeln für diese klassische Lagrange-Dichte sind so, dass wir eine Feynman-Regel bekommen für den freien Propagator des Teilchens, und der ist im Impulsraum gegeben durch I geteilt durch P² minus M² plus I Epsilon. Das ist also die Fourier-transformierte des freien Propagators. Und nur nochmal zur Wiederholung, die Definition dieses freien Propagators war dieser Vakuumerwartungswert vom T-Produkt von Phi von x mal Phi von 0 und davon dann die Fourier-transformierte in 4 Dimensionen gebildet. Das liefert diesen Ausdruck hier. Und dieses Epsilon ist positiv, aber infinitesimal, und ist nicht das gleiche Epsilon wie das aus der Regularisierung der Theorie. So, das ist die Feynman-Regel für den freien Propagator, die aus der freien Theorie mit dem freien reellen Teilchen der Masse m folgt. Und dann haben wir eine Feynman-Regel für die phi hoch 4 Wechselwirkung. Das ist ein Vertex mit dem Wert minus i mal g. Die Feynman-Regel für diese Vertices bekommen Sie ja immer, indem Sie den Wechselwirkungsanteil der Lagrange-Dichte nehmen, mit i multiplizieren. Das i kam aus der Gell-Mann-Loh-Formel, e hoch i mal Integral L-Int, und viermal ableiten nach den Feldoperatoren. Das hebt das 4-Fakultät weg. So, das sind also die Feynman-Regeln, und damit können wir alle Tree-Level-Feynman-Diagramme ausrechnen. So, jetzt betrachten wir mal einige interessante Observablen in dieser 4-hoch-4-Theorie. Das ist meines Erachtens das erste Mal, dass wir wirklich in dieser Vorlesung hier Observablen ausrechnen. Und da fangen wir an mit der einfachsten und vielleicht auch trotzdem interessantesten Observable, nämlich der Ruhemasse. Die Ruhemasse des Teilchens, was durch diese Theorie beschrieben wird. So, was ist da das Tree-Level-Ergebnis für die Ruhemasse dieses Teilchens in Gegenwart der 4 hoch 4 Wechselwirkung, aber in Tree-Level-Approximation? Der Ruhemasse geben wir den Namen M-Pol zum Quadrat. Und warum M-Pol? Weil wir eben gelernt haben aus der Kellen-Lehmann-Darstellung von Green-Funktionen, dass die Ruhemasse oder der Eigenwert des P-Quadrat-Operators ist immer gegeben durch die Polstelle der vollen Zweipunktfunktion mit Wechselwirkung.
Und hier, wenn wir eine Tree-Level-Approximation haben, ist das eben der Propagator, der freie Propagator. Da gibt es auf Tree-Level keine weiteren Feynman-Diagramme als diesem einfachen Propagator hier. Der hat also als Pol diese Variable m Quadrat hier. Also allgemein ist das der Pol der Zweipunktfunktion. Und das ist hier gleich dem Parameter m². Das heißt, die erste Observable, die Ruhemasse des Teilchens, ist also natürlich gleich diesem Input-Parameter der Theorie m². Und das war natürlich der Grund dafür, dass wir das m² genannt haben. Und das ist aber ein nicht triviales Ergebnis. Machen wir weiter mit weiteren Observablen. Das nächste, was wir anschauen können, wenn wir jetzt gleich noch aufspalten, Observable 2 und 3 entsprechen einer Streuung, einem S-Matrix-Element für einen nicht-trivialen Streuprozess, wo zwei Teilchen miteinander reagieren, und zwar eine 2-nach-2-Streuung mit zwei Teilchen im Anfangszustand und zwei Teilchen im Endzustand. Und das heißt, wir haben hier eine nicht triviale Wechselwirkung. Zwei Teilchen gehen rein mit Impuls P1 und Impuls P2. Zwei Teilchen gehen raus mit Impuls P1' und Impuls P2'. Das ist eine 2-nach-2-Streuung. So, und bei dieser 2-nach-2-Streuung, da kann man in der Teilchenphysik so sogenannte Mandelstammvariablen definieren, die sind recht nützlich. Da kann man die Mandelstammvariable S definieren, das wäre die Schwerpunktsenergie zum Quadrat des Prozesses, das ist die Summe der beiden Anfangsimpulse P1 plus P2 als Viererimpuls ins Quadrat. Dann die Mandelstammvariable T, das wäre praktisch die Differenz von dem Impuls des Teilchens 1, hier P1 minus P1 als Viererimpuls zum Quadrat. Und die dritte Mandelstammvariable U wäre so über Kreuz P1 minus P2 als Viererimpuls zum Quadrat. Und damit kann man die Streuung charakterisieren und natürlich hängt dann die Streuamplitude, die die quantenmechanische Wahrscheinlichkeitsamplitude angibt, die hängt ab von diesen Variablen STU in irgendeiner nicht trivialen Art und Weise. Und wenn man jetzt als Experimentator diesen Streuprozess durchführt und die Wahrscheinlichkeiten für diverse Endzustände misst, dann muss man natürlich einen Anfangszustand präparieren mit einer bestimmten Schwerpunktsenergie zu Beginn. Die hat man selber unter Kontrolle. Das heißt, man kann Streuungen durchführen mit unterschiedlicher Schwerpunktsenergie S. Und im Endzustand werden unterschiedliche Impulse auftreten. Das heißt, der Endzustand liefert unterschiedliche Werte für die Mandelstammvariable T und U. Das heißt, man kann unendlich viele Messungen machen von diesem Streuprozess für unendlich viele verschiedene Kombinationen dieser Mandelstammvariablen STU. Das heißt, das sind eigentlich schon unendlich viele Messgrößen, unendlich viele Observablen. Und wir betrachten jetzt mal zwei konkrete Grenzfälle. Der eine Grenzfall wäre der statische Grenzfall. Das wäre der Grenzfall, wo wir sagen, die Teilchen sind quasi in Ruhe. Die haben die Geschwindigkeit, wird unendlich langsam und die Teilchen streuen trotzdem miteinander, sodass dann die Anfangsteilchen beide in Ruhe sind, streuen und die Endzustandsteilchen können dann wegen Energieimpulserhaltung auch beide quasi nur in Ruhe sein. Das heißt, das wäre der einfachste Fall. Und für diesen statischen Fall ist es also so, dass alle Impulse P1, P2 und auch P1 und P2' als Viererimpuls gehen gegen dieses M-Pol und räumlich 0. Das heißt, die Energie ist gleich der Ruhemasse und der räumliche Impuls ist gleich 0. Das ist ein Teilchen in Ruhe und alle vier Teilchen, die am Streuprozess beteiligt sind, sollen jetzt mal in Ruhe sein.
Und dann kann man ja natürlich auch eine Streuamplitude für diesen Vorgang experimentell messen, mindestens im Limes. Okay. Was sind die Mandelstammvariablen für diesen Fall? S wäre jetzt die Summe der beiden Energien, 2 mal m insgesamt zum Quadrat, 2 mal die Polmasse zum Quadrat oder 4m Quadrat. T ist die Differenz von 2 Viererimpulsen, ist natürlich 0, also T und U sind beide 0. Das wäre also der Grenzfall hier, der statische Grenzfall. Und eine Observable, das nenne ich jetzt mal groß G statisch, können wir definieren als minus die Streuamplitude TFI für diesen 2 nach 2 Prozess mit diesem Wert. S gleich 4m Pol Quadrat und T und U gleich 0. Das ist eine experimentelle Definition einer Messgröße. Das kann man also messen und auch in der Theorie vorhersagen. Und die nächste Observable, Observable 3, das wäre hochenergetisch. Da sagen wir einfach S gegen Plus unendlich. S ist ja immer positiv als Schwerpunktsenergie zum Quadrat. S kann gegen Plus unendlich gehen, indem ich die Schleunigerenergie immer weiter und weiter steigere. Und T und U sind typischerweise negativ. Und da können wir mal den Grenzfall betrachten, dass T und U beide gegen minus unendlich gehen. Das heißt, wir betrachten eine hochenergetische Streuung und dann betrachten wir eben hier eine weitere Observable. T unendlich wäre eben minus TFI für den Fall S, T, U gehen alle betraglich gegen unendlich. Wobei, die sollen jetzt mal gegen unendlich gehen, aber sind immer noch variabel. Das heißt, wir betrachten die halt als sehr viel größer als alle anderen dimensionsbehafteten Größen. Aber eventuell betrachten wir immer noch eine Abhängigkeit. Das heißt, das wäre nicht eine einzige Observable, sondern immer noch eine Familie von Observablen, die man halt für hochenergetische Streuungen experimentell messen kann. Okay, jetzt haben wir experimentell unendlich viele Observablen definiert, nämlich statisch und Hochenergie für beliebig hohe Energien. Und jetzt rechnen wir mal die Theorievorhersage auf Tree-Level aus für diese Observablen. Was kommt da raus? So, das ist natürlich sehr einfach. Aber gehen wir nochmal durch, was unsere Theorie eigentlich sagt, wie man Observablen überhaupt ausrechnet. Wie berechnet man nämlich in der Theorie so eine Streuamplitude, TFI, für so eine nicht triviale Streuung? Da haben wir ja kennengelernt, das LSZ-Theorem, Lehmann-Szymanczyk-Zimmermann, relativ komplizierte Herleitung, aber einfaches Ergebnis, nämlich das Ergebnis ist, dass diese Streuamplitude TFI nach dem LSZ-Theorem gegeben ist durch die Vorschrift, man nehme die amputierte Green-Funktion für die entsprechenden äußeren Teilchen, also hier P1, P2, P1', P2', diese amputierte Green-Funktion, also ohne äußere Linien, die sind komplett abdividiert. Und dann müssen wir multiplizieren für jede äußere Linie mit einer Wellenfunktion und einer Normierungskonstante Wurzel z, Wurzelgeschwungen z. Und dieses Wurzelgeschwungen z, beziehungsweise das z, ist gleich das Residuum des vollen Propagators mit Wechselwirkung. Das war das LSZ-Theorem. So, aber was heißt das auf Tree-Level-Niveau? Auf Tree-Level-Niveau fällt das alles in sich zusammen. Auf Tree-Level-Niveau ist der volle Propagator gleich dem freien Propagator. Es gibt keine weitere Tree-Level-Korrektur zu dieser Zweipunktfunktion. Das heißt, das Residuum hier ist gleich 1.
Das ist gleich 1 Entry-Level. Das heißt, auf Tree-Level-Niveau können wir diese Normierungskonstante hier vergessen. Und die Vorschrift ist einfach, die Streuamplitude ist gegeben durch die amputierte Green-Funktion, also durch alle Feynman-Diagramme ohne äußere Linien. So. Und da gibt es jetzt in der 4 hoch 4 Theorie, wie viele Tree-Level-Diagramme mit 4 äußeren Linien, aber ohne Korrektur an der äußeren Linie. Gibt es eben genau eins, nämlich das hier. Das ist das Ergebnis. Also das Ergebnis ist extrem einfach, aber das entspricht dem allgemeinen LSZ-Theorem. So, das heißt, unser konkretes zahlenmäßiges Endergebnis ist gleich minus i mal der Kopplungskonstante g. Das ist unsere Streuamplitude. So, das heißt, i mal der Streuamplitude für diesen 2 nach 2 Prozess ist gegeben durch minus i mal der Kopplungskonstante g. Und dieses Ergebnis ist völlig unabhängig von den Impulsen der beteiligten Teilchen. Hätte ja davon abhängen können, tut es aber nicht. Das ist eine impulsunabhängige Konstante. Und das heißt jetzt für unsere experimentell definierten Observablen, hier im statischen Limes ist die Streuamplitude gleich g. Im Hochenergielimes ist die Streuamplitude ebenfalls gleich g, unabhängig davon, wie hoch die Energien ganz genau sind. Okay. Ist alles gleich. Das heißt, auf Tree-Level-Niveau kriegen wir die Vorhersage. Unser g statisch, haben wir extra mit einem Minus definiert, ist das gleiche wie unser g unendlich für alle STU-Werte. Und das ist gleich der Kopplungskonstante g. Und das würde sogar auch für alle anderen Werte von ST und U stimmen. So, damit haben wir die Theorie auf Tree-Level verstanden und alle interessanten Observablen ausgerechnet. Das heißt, wenn man es nochmal vergleicht, wir haben ja 2 Vorhersagen gekriegt, die aus den allgemeinen Rezepten erhalten worden sind. Die Polmasse ist gleich dem Massenparameter M der Lagrange-Dichte. Und die Observablen, Streuung, sowohl bei niedriger Energie als auch bei hoher Energie, sind einfach gleich der Kopplungskonstante der Theorie. Also extrem einfach. Kleine Nebenbemerkung. Ist es in jeder Theorie auf Tree-Level so einfach, dass die Streuamplitude für so einen Prozess nicht von den Impulsen abhängt? Oder können Sie sich ein Tree-Level-Feynman-Diagramm für einen Prozess vorstellen, das von den Impulsen abhängt? Denken Sie mal an sowas wie die Quantenelektrodynamik, die QED, wo es Photonen und Elektronen gibt. Wahrscheinlich haben Sie schon mal Feynman-Diagramme für die Quantenelektrodynamik gesehen. Können Sie sich vorstellen, wie jetzt E plus E minus Streuung als Feynman-Diagramm aussieht. So, wenn wir es mal dagegen kontrastieren, E plus E minus Streuung, da hätte man zum Beispiel so etwas als Feynman-Diagramm hier mit einem Photonpropagator. Das wäre ein typisches QED-Feynman-Diagramm. Und dieser Photonpropagator auf Tree-Level, der hängt jetzt vom Impuls ab. Der hängt zum Beispiel ab von der Summe dieser beiden einlaufenden Impulse, der hängt ab von der Mandelstammvariable S. Der ist genauer gesagt proportional zu 1 durch S. Das heißt, für dieses Tree-Level-QED-Diagramm kriegen Sie eine Abhängigkeit von der Mandelstammvariable S. Für ein anderes Tree-Level-Diagramm, hier E- nach E-, E+, E+, das wäre ein zweites Feynman-Diagramm für denselben Prozess. Da wird aber das Photon jetzt so ausgetauscht, das nennt man im T-Kanal, weil hier genau der Photonimpuls gegeben ist durch die Impulsdifferenz P1-P1. Also haben wir hier die Mandelstammvariable T. Dieser Photonpropagator ist proportional zu 1 durch T. Und da sehen Sie also, dass in der QED Tree-Level-Prozesse auch von den Impulsen in nicht-trivialer Art und Weise abhängen können.
also Vergleich in der QED, können Prozesse auch auf Tree-Level von STU abhängen. Das heißt, dass wir hier so eine impulsunabhängige Vorhersage bekommen, ist ein ganz großer Spezialfall und eine Ausnahme. Aber das macht nichts. Das macht die 4 hoch 4 Theorie natürlich umso einfacher. Das heißt, wir haben hier ein sehr einfaches, aber trotzdem nicht triviales Ergebnis, was man experimentell natürlich überprüfen kann. Das heißt, Sie müssen sich jetzt hinstellen und diese Streuung hier messen bei unendlich vielen verschiedenen Energiewerten und verifizieren, dass diese Vorhersage eben stimmt. Und wenn Sie das verifiziert haben, dann wissen Sie eben oder haben Sie mindestens bestätigt, dass die Theorie oder die Physik durch so eine Theorie hier beschrieben wird, im Gegensatz zur QED. Haben Sie hier zuerst mal Fragen, wie man die Observablen prinzipiell ausrechnet? Das gleiche Schema werden wir jetzt dann anwenden auf Einloop-Niveau. Da gilt genau dasselbe, dass nämlich die Streuung gegeben ist durch das LSZ-Theorem, nur dass wir dann alles auf Einloop auswerten müssen, sowohl das Residuum als auch die amputierte Green-Funktion. Und die Masse ist gegeben durch den Pol des Präparators und den müssen wir dann ebenfalls auf Einloop-Niveau auswerten. Also wenn das klar ist, dann... Okay, und dann fangen wir an auf Einloop. Und auf Einloop-Niveau und allgemein auf Schleifenniveau gibt es zwei neue Punkte. Nämlich zum ersten gibt es natürlich die Schleifendiagramme, die man ausrechnen muss. Das ist klar. Aber darüber hinaus brauchen wir Renormierung. Das heißt, wir müssen die Theorie renormieren und kriegen dann auch Counterterme. Counterterm-Lagrange-Dichte, Counterterm-Feynman-Regeln und die müssen wir auch berücksichtigen und bestimmen. Und um die zu bestimmen, muss man ein sogenanntes Renormierungsschema festlegen. Und da wählen wir jetzt hier ein konkretes Schema, nämlich das MSBAR-Schema. Ich werde gleich nochmal sagen, was das ist. Aber noch weiter im darauf folgenden Kapitel werden wir auch andere Schemata diskutieren, aber hier erstmal das MSBAR-Schema. So, das heißt, man muss jetzt als erstes, bevor man lustig losrechnen kann, müssen wir kurz stoppen und renormieren. Und renormieren heißt, dass wir die Lagrange-Dichte der Theorie durch eine modifizierte Lagrange-Dichte ersetzen müssen, die die Divergenzen absorbieren kann, durch die sogenannte nackte Lagrange-Dichte, LBR. Und da die Theorie renormierbar ist, wissen wir, dass die nackte Lagrange-Dichte erhalten werden kann durch eine Renormierungstransformation aus der klassischen Lagrange-Dichte. Und diese Renormierbarkeit, die beweisen wir jetzt nicht mehr, sondern die setzen wir voraus, die haben wir früher mal bewiesen oder wir nehmen an, dass jemand anderes es bewiesen hätte. Auf jeden Fall wissen wir dann das folgende Rezept, dass wir nämlich die klassische Lagrange-Dichte nehmen können, eine Renormierungstransformation darauf anwenden können und dann erhalten wir die nackte Lagrange-Dichte mit einer Form, die funktioniert, um alle Divergenzen zu absorbieren und die Theorie sauber durch endliche Größen zu parametrisieren. Also LBR und das kann man dann aufspalten wiederum als einen klassischen Anteil plus einen Counterterm-Anteil, der die Renormierungskonstanten enthält. Und diese Renormierungstransformation ist so, dass das Feld Phi der Theorie übergeht in Wurzel Z mal Phi. Und dieses Z ist nicht das geschwungene Z aus dem LSZ-Theorem, sondern das ist hier eine Renormierungskonstante. Und dieses Z schreiben wir dann als 1 plus Delta Z. Dann
Der Massenparameter m² wird ersetzt durch einen nackten Massenparameter m² ist gleich m² plus Delta m², und die Kopplung g wird ersetzt durch eine nackte Kopplung g bär ist gleich g, und ich schreibe es mal als g mal 1 plus Delta g durch g. Und dann haben wir also hier ganz rechts lauter Aufspaltungen stehen von nackten Größen in einmal renormierte Größen, die per Definition endlich sein sollen und auch endlich bleiben im Limes Epsilon gegen 0. Das sind also endliche renormierte Größen. Wohingegen das hier, Delta Z, Delta M² und Delta G durch G, das sind Renormierungskonstanten. Die enthalten 1 durch Epsilon Pole, divergieren also, wenn man die Regularisierung entfernt, und die sind alle von höherer Ordnung. Und so wie ich es jetzt geschrieben habe, sind die alle von der Ordnung G, beziehungsweise von der Ordnung H quer, also von höherer Ordnung in der Kopplung oder von höherer Ordnung in H quer, weil H quer Potenzen äquivalent zu Loops sind. Jeder Loop liefert eine Potenz von H quer. Und wie man an diesen topologischen Formeln sieht, ist jede Potenz von Loops oder H quer äquivalent zu einer zusätzlichen Potenz der Kopplung. Okay, das ist also die Aufspaltung, und was wir dann hier bekommen, wenn wir es durchziehen, das hatten wir schon mal komplett gemacht. Ich schreibe hier dann nochmal das Ergebnis auf für diese Counter-Term-Lagrange-Dichte, die dann rauskommt. Das heißt, wir setzen in die Lagrange-Dichte ein, diese nackten Größen, beispielsweise m² plus Delta m² und 1 plus Delta z überall und so weiter, und spalten dann den rein klassischen Anteil ohne die Deltas ab und nehmen nur den Anteil mit den Delta-Größen mit. Das ist der Counterterm-Anteil, und da bekommen wir dann Delta z halbe mal d mu phi zum Quadrat minus Delta z mal m Quadrat plus Delta m Quadrat halbe mal phi Quadrat minus g durch phi hoch 4 mal 2 Delta z plus Delta g durch g mal phi hoch 4. Und dann bekommen wir hier raus die vollen Feynman-Regeln der Theorie inklusive Counterterm-Feynman-Regeln. Zur Verdeutlichung schreibe ich die normalen Feynman-Regeln nochmal auf. Die normale Feynman-Regel für den Propagator ist also die übliche. Die normale Feynman-Regel für die Kopplung ist die übliche. Und jetzt kommen hinzu Counterterm-Feynman-Regeln, die wir aus der Counterterm-Lagrange-Dichte in der normalen Form ablesen können. Einmal eine Feynman-Regel für einen 2-Punkt-Vertex. Der ist der Koeffizient vor dem Phi-Quadrat hier in der Lagrange-Dichte. Und dieser Koeffizient hat jetzt den Wert i mal. Und dann haben wir hier einen Ableitungsterm, der liefert Impulsquadrat, p-Quadrat minus m-Quadrat mal Delta z, was hier von dem Delta z-Anteil hier und hier, und dann minus Delta m-Quadrat von dem Delta m-Quadrat dort. Das ist also diese 2-Punkt-Feynman-Regel, die ein Polynom zweiten Grades im Impuls ist. Und dann haben wir die 4-Punkt-Feynman-Regel für den Counterterm hier hinten mit 4 äußeren Linien, phi hoch 4. Und diese Feynman-Regel ist dann minus i mal g mal dieser Renormierungskonstantenkombination 2 Delta z plus Delta g durch g. Und hier in dem Ganzen, schreibe ich nochmal auf, haben wir immer Produkte von Deltas vernachlässigt. Das entspricht einer Einloop-Rechnung.
Das heißt, wenn Sie eine Zwei-Loop-Rechnung mal machen und Zwei-Loop-Renormierung durchführen, dann reicht das nicht, sondern dann müssen Sie die Counterterm-Lagrange-Dichte noch ausführlicher herleiten und Produkte von den Deltas auch mitnehmen. So, und dann müssen wir eben die Counterterme irgendwie festlegen. Bevor wir uns um Observablen kümmern müssen, müssen wir erstmal die Renormierung vollständig durchziehen. Haben wir natürlich schon mal gemacht, aber wir wiederholen es hier nochmal kurz. Das heißt, wir müssen die Counterterme festlegen. Und da gibt es zwei Punkte, nämlich einmal den divergenten Anteil. Wie legen wir den fest? Den legen wir natürlich so fest, dass alle Green-Funktionen endlich werden im Limes Epsilon gegen 0. Das fixiert eindeutig den divergenten Anteil. Und dass man den überhaupt so wählen kann, dass alles endlich wird, liegt halt an der Renormierbarkeit der Theorie. So, und dann muss man aber auch den endlichen Anteil irgendwie festlegen. Und diese Festlegung entspricht der Wahl eines Renormierungsschemas. Und hier wählen wir dieses MS-Bar-Schema, das heißt modifizierte minimale Subtraktion, das heißt das einfachste denkbare Schema, nämlich hier sind alle Deltas gleich reine Divergenzen, das heißt, die sind rein proportional zu dieser divergenten Kombination groß Delta. Das war 1 durch Epsilon minus Logarithmus 4pi plus Euler-Mascheroni-Konstante. Ja, diese divergente Kombination, die automatisch immer in Loop-Diagrammen gemeinsam auftaucht, die wird hier abgezogen. Deswegen modifizierte minimale Subtraktion, weil wir diese divergente Kombination abziehen. Unmodifizierte minimale Subtraktion wäre, dass man nur 1 durch Epsilon abzieht. Modifiziert ist eben dieses 1 durch Epsilon plus diese irrationalen Konstanten, weil man beobachtet hat, dass sie immer gemeinsam mit dem 1 durch Epsilon auftreten. Also macht es Sinn, die auch abzuziehen. Aber der entscheidende Punkt ist, darüber hinaus wird kein weiterer endlicher Anteil in den Renormierungskonstanten zugelassen. Und da sehen Sie gleich, was das dann für Auswirkungen hat. Das ist also sozusagen das einfachste und offensichtlichste Schema, was man auch immer durchführen kann. Okay, dann müssen wir jetzt dieses MS-Bar-Schema konkret durchziehen. Das heißt, wir müssen die Renormierungskonstanten berechnen. Haben wir zwar schon mal gemacht, aber wir schreiben nochmal alles auf. Und dann können wir Observablen berechnen. So, das heißt, wir kümmern uns als erstes mal um die Bestimmung der Renormierungskonstanten. Und ich habe mir aufgeschrieben, das haben wir eigentlich schon mal komplett gemacht in unserem damaligen Kapitel 3.4.1, wo es um Einloop-Rechnungen und Renormierung ging. Das heißt, was wir machen müssen, ist, wir müssen renormierte Green-Funktionen ausrechnen und dann fordern, dass sie endlich werden und darüber wird dann indirekt die Renormierungskonstante bestimmt. Und die Divergenzen tauchen immer nur auf in einteiligen irreduziblen Green-Funktionen. Das sind die minimalen Blöcke, die die geschlossenen Schleifen enthalten. Also müssen wir einteiligen irreduzible Green-Funktionen mal berechnen und darüber dann die Renormierungskonstanten bestimmen. Und da fangen wir an mit dem Einloop einteiligen irreduziblen
Feynman-Diagramm mit zwei äußeren Linien, also der sogenannten Selbstenergie, der Einloop-Selbstenergie. So, das ist gleich I mal Sigma Hut von P Quadrat. So, man bezeichnet allgemein so eine einteiligen irreduzible Selbstenergie als Sigma, hier mit dem I als Normierung davor gesetzt. Im Allgemeinen hängt es ab von dem durchfließenden Impuls P, wegen Lorentz-Invarianz kann es nur von P Quadrat abhängen. Also definieren wir hierüber eine Funktion Sigma von P Quadrat. Und das Hut bedeutet, dass wir hier inklusive Renormierung rechnen, also inklusive Counterterm-Diagramme. So, wenn wir das also alles machen, dann gibt es jetzt zwei Diagramme auf Einloop-Niveau für diese Selbstenergie, nämlich einmal das ganz normale Einschleifendiagramm mit einem einzigen Tree-Level-Vertex mit der Kopplungskonstante G. Das ist das stinknormale Einloop-Diagramm der 4 hoch 4 Theorie. Und das wäre die unrenormierte Selbstenergie. Und dann kommt jetzt hinzu dieses Counterterm-Diagramm, das ist nämlich ebenfalls einteilig und irreduzibel und es ist auch von Einloop-Niveau, weil diese Renormierungskonstante hier drin von Einloop-Niveau ist. Also haben wir genau diese zwei Diagramme. Von der Bezeichnung her könnte man das hier schreiben als Sigma ohne Hut von P Quadrat und das hier ist das, was wir oben aufgeschrieben haben, nämlich I mal diesem P Quadrat minus M Quadrat mal Delta Z minus Delta M Quadrat. So, dann haben wir es im Prinzip alles hingeschrieben. Jetzt müssen wir dieses Einschleifendiagramm unrenormiert mal ausrechnen, I Sigma von P Quadrat, also dieses Diagramm. Das müssen wir ausrechnen und dann fordern, dass die Summe von allem hier endlich sein soll für Epsilon gegen 0. Und diese Forderung bestimmt dann den Wert von Delta Z und Delta M Quadrat. Also, was ist das Ergebnis von diesem Einschleifendiagramm hier? Das haben wir ja ausgerechnet. Das ist ein Einschleifendiagramm mit einem Propagator. Das heißt, wenn man es nochmal im Kopf durchdenkt, da haben wir ein Integral über 1 durch p Quadrat minus m Quadrat, Integral über p Quadrat. Und dieses Integral ist eine sogenannte A0-Funktion. Das ist genau die Definition dieser A0-Funktion. Das haben wir ausgerechnet in dimensionaler Regularisierung. Da konnte man es auf diese Masterformel zurückführen, die wir hergeleitet hatten, und das Ergebnis durch Gamma-Funktionen ausdrücken und in 1 durch Epsilon entwickeln. Das ist auf jeden Fall dann diese A0-Funktion mit dem Vorfaktor I mal G durch 32 Pi Quadrat mal der A0-Funktion von M. Und das Ergebnis, wenn wir die A0-Funktion einsetzen, ist dann gleich I mal G durch 32 Pi Quadrat mal M Quadrat mal dieser divergenten Kombination Groß Delta plus ein Logarithmus ln μ² geteilt durch m² plus die Zahl 1. Und nochmal zur Erinnerung auch dieser Aspekt. Sie sehen hier dieses μ². μ² war diese unphysikalische Skala, die in dimensionaler Regularisierung auftauchen muss, als Vorfaktor μ hoch 4 minus d vor den d-dimensionalen Integralen, um die Einheit richtig zu bekommen. Und das μ taucht dann in Endergebnissen in der Tat auf, und zwar ist der Koeffizient vom ln μ² immer genau derselbe wie der Koeffizient vor dem 1 durch Epsilon, notwendigerweise. Weil ursprünglich mal μ hoch 2 Epsilon auftrat, und wenn man das mit 1 durch Epsilon entwickelt, multipliziert und entwickelt, gibt es genau diese Kombination. Das ist hier also wiedergespiegelt vom Ergebnis. So, und jetzt haben wir endlich die einteiligen irreduzible Einloop-Selbstenergie ausgerechnet. Das ist der unrenormierte Anteil, das ist der Counterterm-Anteil und die Summe soll jetzt endlich sein. Was folgt jetzt also für unser Delta Z und für Delta M Quadrat? Delta Z
und Delta m². So, das Delta z ist wodurch hervorgehoben? Es ist dadurch hervorgehoben, dass Delta z der Koeffizient vor dem p-Quadrat-Anteil in dem Counterterm ist. Das ist einzigartig. Das heißt, das Delta z muss so bestimmt werden, dass der p-Quadrat-Anteil der Selbstenergie endlich wird. Hier müssen wir also Delta z wählen. Was ist nämlich die Divergenz des p-Quadrat-Anteils der Selbstenergie? Genau, hier gibt es keinen p-Quadrat-Anteil. Die Selbstenergie ist eine impulsunabhängige Konstante, hatten wir auch betont. Hier dieses Feynman-Diagramm hängt nicht vom außen durchfließenden Impuls ab. Das heißt, dieses Delta Z mal p Quadrat muss 0 sein, weil es keine entsprechende Divergenz gibt. Nicht mal einen endlichen Anteil gibt es, der von p Quadrat abhängt. Also Delta Z ist gleich 0. Und dann muss das minus Delta m Quadrat, muss die verbleibende impulsunabhängige Divergenz wegheben, und das ist eben dieses Groß Delta mit dem ganzen Vorfaktor. Das heißt, der ganze Vorfaktor mal Delta plus i mal minus Delta m Quadrat, das muss endlich werden, und daraus folgt, dass Delta m Quadrat muss sein g geteilt durch 32 Pi Quadrat mal m Quadrat mal dem Delta. So, damit sind schon mal zwei Renormierungskonstanten bestimmt, im Einklang mit unserem früheren Ergebnis. Und jetzt brauchen wir die dritte Renormierungskonstante, nämlich das Delta G. Hier sehen wir jetzt in dieser Counterterm-Feynman-Regel, ist es einfacher geworden, das Delta Z ist ja 0, das heißt, das hängt nur noch von Delta G ab. Und da rechnen wir mal die einteiligen irreduzible Einloop-Green-Funktion aus mit vier äußeren Linien. Und welche einteiligen irreduziblen Einloop-Diagramme gibt es da? Da gibt es drei unrenormierte Diagramme, also drei echte Einloop-Diagramme. Dieses hier. Dieses hier. Dieses. Also mit drei unterschiedlichen Kombinationen der äußeren Impulse. Hier 1, 2, 1, 1 Strich, 1, 2 Strich. Sind jeweils an einem Vertex. Und dann kommt hinzu plus das Counterterm-Diagramm auf Einloop-Niveau. Das sind also vier Einschleifendiagramme, drei Diagramme, die unrenormiert sind, und dann ein Counterterm-Diagramm. So, das Ergebnis von diesen Diagrammen haben wir natürlich auch ausgerechnet. Das hier ist ein Einschleifen-Integral mit zwei Propagatoren. Das hängt vom Impuls ab, nämlich die Propagatoren hier. Der eine hätte zum Beispiel Impuls k und der andere hat dann Impuls k plus die Summe der einlaufenden Impulse. Und dann hängt das Ergebnis ab von der Summe der einlaufenden Impulse. Und so ein Integral mit zwei Propagatoren, integriert über den Loop-Impuls, das hatten wir als B0 bezeichnet. Das Ergebnis ist also ein B0-Integral. Und mit den Vorfaktoren war es i durch i mal g Quadrat geteilt durch 32 Pi Quadrat mal der Summe von drei B0-Funktionen, einmal B0 von S plus B0 von T plus B0 von U. Das sind die Mandelstammvariablen, die hier genau auftauchen. Wobei hier jeweils B0 von P Quadrat identifiziere ich mal mit B0 von P Quadrat, M, und die Massenargumente lassen wir jetzt einfach mal weg, weil die sind immer gleich. So, aber auf jeden Fall haben wir jetzt dann diese drei B0-Integrale plus den Counterterm, und der Counterterm ist jetzt einfach minus I mal Delta G, denn das Delta Z ist ja schon 0 geworden. So, dann heißt das jetzt, dass diese Einschleifen-Green-Funktion ebenfalls endlich werden muss, und dafür müssen wir das Delta G passend wählen. Wie müssen wir es wählen? Jede B0-Funktion hat ja als Divergenz eine impulsabhängige, unabhängige Konstante, Groß Delta. Das heißt, hier steht einfach 3 mal Groß Delta plus irgendwelche endlichen Sachen.
Das heißt, das Delta G muss dieses 3 mal Delta aufheben. Daraus folgt, Delta G muss gleich sein 3 mal klein g Quadrat geteilt durch 32 Pi Quadrat mal diesem Großdelta. Okay. So, und dann haben wir als ersten Schritt mal auf Einschleifenniveau unsere Phi hoch 4 Theorie renormiert. Das heißt, wir haben zunächst mal die nackte Lagrange-Dichte und die Counterterm-Feynman-Regeln erzeugt. Das hier sind die Counterterm-Feynman-Regeln, die zunächst mal abhängen symbolisch von Renormierungskonstanten Delta Z, Delta M Quadrat, Delta G. Jetzt haben wir in einem konkreten Renormierungsschema MS bar die Renormierungskonstanten bestimmt. Delta Z gleich 0, Delta M Quadrat gleich das und Delta G gleich das hier. Und damit sind die Counterterm-Feynman-Regeln komplett bekannt. Und damit können wir jetzt auf Einschleifenniveau jede beliebige Green-Funktion komplett ausrechnen. Wir wissen, wegen Renormierbarkeit, alle Ergebnisse werden immer endlich sein für Epsilon gegen 0. Und damit können wir jetzt Observablen aus den Green-Funktionen extrahieren. Ja. Also wir können jetzt sozusagen verschiedene Renormierungsschemata wählen, die werden aber alle äquivalent. Sind alle äquivalent und wir werden gleich noch ein alternatives Renormierungsschema hier vorstellen und durchxen. Und das ist jetzt erstmal ein Referenzschema und alle anderen Renormierungsschemata wären dazu äquivalent. Und die unterscheiden sich dann in gewissen Details, die wir dann noch besprechen werden. Hatten wir das irgendwie schon mal gezeigt, also dass egal wie ich das wähle, dann irgendwie, wenn ich für Gleichordnung berücksichtige, das gleich rauskommt? Also auf der einen Seite ist es offensichtlich, weil die Feynman-Regeln natürlich nur original von der nackten Lagrange-Dichte L-Bär abhängen können. Und die Ergebnisse der Störungstheorie können nicht davon abhängen, wie ich irgendeine Aufteilung mache in niedrigste Ordnung und höhere Ordnung. Diese Aufteilung oder Sortierung der Ordnungen in der Störungstheorie kann fürs Endergebnis keine Rolle spielen. Deswegen wissen wir a priori, dass es nicht davon abhängen kann. Allerdings kann man auch im Detail Diagramm für Diagramm dann nochmal beweisen, dass diese verschiedenen Schemata tatsächlich äquivalent und ineinander umrechenbar sind. Wir werden es gleich nochmal alles, wenn wir das zweite Renormierungsschema mal eingeführt haben, sehen Sie das sicherlich noch besser. Aber es kommt immer darauf an, was man gleich hält, wenn man das Renormierungsschema ändert. Generelle Lehre auch. Sie müssen immer dazu sagen, was bleibt gleich, wenn Sie irgendeine Größe ändern. Und was hier gleich bleibt, ist die nackte Lagrange-Dichte als Funktion von Epsilon. Oder für ein fixiertes kleines Epsilon ungleich 0 ist die nackte Lagrange-Dichte ja noch nicht divergent, sondern also gibt 1 durch Epsilon, aber für ein fixiertes Epsilon hat die nackte Lagrange-Dichte irgendeinen Wert und der soll gleich bleiben. Und dann spalte ich sie auf verschiedene Weise auf in klassischen Anteil und höhere Ordnungen. Und die Parameter werden auf verschiedene Weise in renormierte Größen und Delta-Größen aufgespaltet. Aber diese Werte hier, die bleiben mal gleich. Und dann kann das Endergebnis für irgendwelche Observablen und für Green-Funktionen sich auf keinen Fall ändern. Also die nackte Lagrange-Dichte ist gleich eindeutig bestimmt, dass nur die 1 durch Epsilon-Divergenzen der Die nackte Lagrange-Dichte, die wäre durch sowas bestimmt, ja, die formale Abhängigkeit von 1 durch Epsilon, die wäre dadurch bestimmt, in der Tat, aber Sie können es sich auch numerisch vorstellen, die nackte Lagrange-Dichte hat numerisch irgendeinen Wert für Epsilon gleich 0,001, irgendeinen Wert. Dann haben alle Koeffizienten vor diesen diversen Termen hier irgendwelche numerischen Werte und die sollen gleich bleiben. Und dann kann die Physik natürlich nur davon abhängen. Und was sich aber ändert, ist zum Beispiel, wenn Sie die Aufspaltung hier verschieben, ändert sich, was meinen Sie jetzt mit niedrigster Ordnung Störungstheorie oder was meinen Sie mit erster Ordnung Korrektur oder zweiter Ordnung Korrektur? Das ändert sich natürlich. Das Einzige, was gleich bleiben kann, ist die Summe, wenn Sie alle Ordnungen aufsummieren. Aber die niedrigste Ordnung ändert sich und das bedeutet natürlich, dass einige Schemata
sind vorteilhaft, weil die niedrigste Ordnung bereits sehr genau ist und sehr nah am wahren Ergebnis. Andere Renormierungsschema sind unsinnig, weil die niedrigste Ordnung extrem weit vom wahren Ergebnis weg ist und die höheren Ordnungen dann sehr große Korrekturen liefern müssen. Ja. Und daran sehen Sie natürlich auch schon andeutungsweise, dass vielleicht kein ideales Renormierungsschema existiert, denn es gibt sehr viele Observablen, sehr viele Größen, die man ausrechnen kann. Für manche Größen ist ein Schema exzellent, für andere Größen ist ein anderes Schema exzellent. Deswegen ist es wichtig, Umrechnung zwischen Renormierungsschemata auch zu verstehen und die im Griff zu haben, sowohl konzeptionell als auch dann letztlich rechnerisch. Aber das ist eigentlich genau ein wichtiges Thema, was ich nachher auch nochmal besprechen will. In der Tat. Aber jetzt haben wir erstmal ein Schema, nämlich das einfachste, das MS-Bar-Schema. Und die Theorie ist jetzt sozusagen definiert. Wir können grundsätzlich alle Green-Funktionen ausrechnen auf Einschleifenniveau als Funktion von den renormierten Parametern m² und g. Denn ich betone, auch die Renormierungskonstanten sind ja Funktionen der renormierten Parameter m² und g. Das heißt, letztlich wird jetzt alles eine Funktion von diesen renormierten Größen g und m², so wie am Anfang der Stunde auch angedeutet. Also gehen wir durch alle Observablen durch. Wir hatten ja als Observable einmal die Polmasse des Teilchens, die Ruhemasse. Zweitens Streuungen von zwei Teilchen aneinander und dann eben Streuungen bei niedrigen Energien und Streuungen bei hohen Energien für unterschiedliche Werte der Mandelstammvariablen. Gut, dann fangen wir mal an. Die erste Observable, Observable 1, war ja die Ruhemasse. Die Ruhemasse ist gegeben als der Pol der vollen Zweipunktfunktion und die müssen wir jetzt ausrechnen. Der volle Propagator. Also die volle Zweipunktfunktion mit zwei äußeren Linien, also alle Zweipunktdiagramme, ist eben, ich schreibe nochmal das Schema auf, was wir kurz vor Weihnachten hatten, nämlich der Three-Level-Propagator plus einmal eine einteilchen irreduzible Selbstenergieeinsetzung, zweimal eine einteilchen irreduzible Selbstenergieeinsetzung und so weiter, bis zu beliebig vielen Einsetzungen der einteiligen irreduziblen Selbstenergie. Und wenn man das aufsummiert, dann ergibt sich eine geometrische Reihe und das Ergebnis der geometrischen Reihe ist haargenau i durch p² minus m² plus die renormierte Selbstenergie sigma hut von p². Das heißt, die renormierte Selbstenergie, diese einteiligen irreduzible Blob, der rutscht in den Nenner. Rutscht in den Nenner des Propagators. Das heißt, wir bekommen hier butterweich eine Korrektur zum Nenner des Propagators und damit im Allgemeinen eine Korrektur zur Position der Polstelle des Propagators. Polstelle ist da, wo der Nenner 0 ist und der Nenner ist jetzt nicht unbedingt 0 bei p² gleich m², sondern bei p² gleich m² minus sigma hut. Das ist der Pol des Propagators. Also müssen wir jetzt den Nenner gleich 0 setzen. Und da ist es für uns jetzt ein glücklicher Zufall, dass die Selbstenergie ja gar nicht vom Impuls abhängt. Sonst müsste man vielleicht eine komplizierte iterative Gleichung lösen. Aber das ist ja eine impulsunabhängige Konstante auf Einloop-Niveau. Und damit kriegen wir einfach, dass der Pol bei
dem folgenden Wert ist, m² Pol ist gleich die Tree-Level-Masse m² minus die renormierte Selbstenergie von Sigma Root von irgendeinem Wert, zum Beispiel bei p² gleich m², wobei das egal ist. So, und das hatten wir aber ja berechnet. Die Selbstenergie war diese A0-Funktion mit dem Vorfaktor g durch 32 Pi Quadrat mal A0 von m. Und die Renormierungskonstante hat per Definition genau den divergenten Anteil aus der A0-Funktion weggehoben. Das heißt, das Endergebnis für die renormierte Selbstenergie ist gleich m Quadrat mal g durch 32 Pi Quadrat mal dem endlichen Anteil der A0-Funktion ln μ² durch m² plus die Zahl 1. Also haben wir diese Vorhersage hergeleitet, dass der Eigenwert des Impulsoperators p² gegeben ist, nicht durch den Parameter m², sondern durch eine Korrektur m² minus m² mal dieser Größe hier. Und das ist eben eine Korrektur höherer Ordnung in der Ordnungskonstante der Theorie. Oder eben auch eine Korrektur der Ordnung h quer, weil Loops immer proportional zu h quer sind. Okay, das ist also ein erstes schönes Ergebnis für eine messbare Größe. Und das heißt zweierlei. Einmal haben wir jetzt das Ergebnis ausgerechnet, was schön ist. Zweitens aber umgekehrt, wenn Sie eine Messung machen, wissen Sie natürlich numerisch, was Ihre Masse ist. Und dann können Sie diesen Wert jetzt umrechnen in den Theorie-Input-Parameter m². Und alle anderen Observablen werden ja sich ergeben als Funktion von diesem Theorie-Parameter m². Und der ist also nicht gleich der Messgröße, sondern der unterscheidet sich von der Messgröße durch diesen Ausdruck. Das heißt, Sie können jetzt aus der Messung indirekt bestimmen, was Ihr Theorieparameter m² ist. Okay, kümmern wir uns um die anderen Observable. Observable 2 und 3, das war also die 2 nach 2 Streuung. Für die 2 nach 2 Streuung brauchten wir das LSZ-Theorem, das heißt, wir müssen die amputierte Green-Funktion ausrichten und das Residuum des Propagators, dieses wurzelgeschwungen Z, diese Normierungskonstante. Das heißt, da brauchen wir jetzt das Residuum von diesem vollen Propagator. Das liefert uns erstmal das geschwungen Z. Aber was ist hier das Residuum des vollen Propagators an der Polstelle? Das Residuum ist 1 durch die Ableitung des Nenners an der Polstelle nach p². Und was ist der Nenner abgeleitet nach p²? Naja, die Selbstenergie hängt ja nicht von p² ab. Das heißt, die Ableitung ist nach wie vor 1. Das, die Ableitung nach p² ändert sich nicht durch diese additive Korrektur hier. Das wäre der Tree-Level-Propagator, der hat Residuum 1. Mit der Korrektur hat es immer noch Residuum 1. Das Residuum würde nur dann ungleich 1 werden, wenn das hier tatsächlich nicht trivial von p² abhinge. Und dann wäre das Residuum sowas wie 1 durch 1 plus die Ableitung von Sigma Hut nach p². Also hier haben wir einfach Wurzel z gleich 1. Das heißt, in dem LSZ-Theorem können wir diese Normierung immer noch vergessen. Das heißt, das LSZ-Theorem für die S-Matrix sagt uns jetzt einfach, I mal TFI ist gleich die Summe von allen amputierten Feynman-Diagrammen mit den entsprechenden vier äußeren Linien. Und auf Einloop-Niveau ist das also das Tree-Level-Diagramm hier, was wir vorhin hatten, plus die ganzen Einloop-Diagramme. Und amputiert in der 4 hoch 4 Theorie ist das gleiche wie Einloop und Einteilchen irreduzibel. Das heißt, das sind die Diagramme von vorhin, die wir ausgerechnet haben. Das heißt, wir können direkt das Ergebnis aufschreiben. Hier das Tree-Level-Diagramm ist minus i mal g. Und
Die Einloop-Korrektur ist plus i mal g Quadrat geteilt durch 32 Pi Quadrat mal den B0-Funktionen. Da gab es dann B0 von S, B0 von T, B0 von U mit den drei Mandelstammvariablen. Das ist nochmal zur Erinnerung, das waren diese Diagramme hier. Okay, diese drei Diagramme plus das Counterterm-Diagramm. Jedes liefert eine B0-Funktion und MS bar subtrahiert nichts anderes als den Delta-Anteil von diesen B0-Funktionen. Das heißt, das Ergebnis ist dann einfach der endliche Anteil, den ich mal als B0-Fin bezeichne. B0-Fin von S plus B0-Fin von T plus B0-Fin von U. Das ist das endliche Endergebnis, wo wir den Counterterm berücksichtigt haben. Also dieses B0-Fin von P Quadrat ist gleich das volle B0 von P Quadrat mit dem Masse mm minus diese divergente Konstante Delta. Okay. Damit haben wir also das Endergebnis für die Streuamplitude komplett allgemein ausgerechnet. Man müsste jetzt halt die B0-Funktion noch ausrechnen. Die waren ja recht kompliziert. Die hatten ja auch Verzweigungsschnitte in der komplexen Ebene und so. Aber die können wir im Prinzip berechnen. Und insbesondere für den Spezialfall, den wir jetzt hier brauchen, haben wir es ja schon in weiser Voraussicht komplett berechnet, sodass wir jetzt direkt das Ergebnis mal aufschreiben können. Die Kopplung im statischen Grenzfall, wenn wir also einsetzen, die teilchen streuen in Ruhe, sind total nicht relativistisch und quasi in Ruhe, dann ist der Mandelstammparameter S ist gleich 4 mal m Quadrat und die B0-Funktion für den Wert 4m Quadrat mm haben Sie mal ausgerechnet als Übungsaufgabe. Das kann man von damals abschreiben. Dann T und U sind 0 und die B0-Funktion mit dem Argument 0 mm haben wir hier in der Vorlesung ausgerechnet. Da können wir auch von der Vorlesung abschreiben. Und dann kriegen wir insgesamt das Ergebnis und das lautet dann, das Negative von dem hier, g minus g Quadrat durch 32 Pi Quadrat mal 2 plus 3 mal Logarithmus μ Quadrat durch m Quadrat. Okay. 3 mal ln μ Quadrat durch m Quadrat, weil jede B0-Funktion von den dreien diesen Logarithmus hier liefert. Wir hatten ja betont, jede B0-Funktion enthält immer denselben Koeffizient von Delta und ln μ Quadrat. Und hier kann dann, weil es keine andere Größe gibt, nur ln μ Quadrat durch m Quadrat auftauchen. Also taucht es auch auf. 3 mal gibt diesen Term. Und die eine B0-Funktion mit dem 4m Quadrat als Argument, die liefert dann noch plus 2. Und die anderen liefern halt plus 0. Daher dieses Ergebnis. Dann schauen wir an, g unendlich, bei unendlich hohen Energien, wo wir in den B0-Funktionen die Masse vernachlässigen können und nur STU mitnehmen. Den Limes hatten wir auch hier in der Vorlesung ausgerechnet. Und da kommt was raus, was vom Vorzeichen von diesem STU abhängt. Ich schreibe es mal auf, g minus g Quadrat durch 32 Pi Quadrat mal ln μ Quadrat durch Betrag S plus ln μ Quadrat geteilt durch Betrag T plus ln μ Quadrat durch Betrag U. Für jede dieser Green-Funktionen und dann jede B0-Funktion liefert dann noch plus 2, also insgesamt plus 6. Und die B0-Funktion mit dem positiven Argument S, die liefert einen Imaginärteil wegen optischem Theorem. Also gibt es hier plus IP. Und die B0-Funktionen mit T und U, die haben negatives Argument, die liefern keinen Imaginärteil. Deswegen dieses Endergebnis hier. So, und dann haben wir schon unsere Einloop-Vorhersage im MS-Bar-Schema als Funktion der renommierten Größen g und m für unsere drei Observablen bzw. unendlich vielen, weil das hängt ja immer noch von der Energie ab. Oder
Also wenn man das Ganze so ein bisschen zusammenfasst, dann heißt es jetzt, dass wir eine Relation gefunden haben. Auf der einen Seite die renommierten Input-Parameter der Theorie G und M Quadrat und auf der anderen Seite Observablen, nämlich die Polmasse zum Quadrat, das G statisch und das G unendlich. Und diese Relationen sind jetzt endlich. Und die sind nicht trivial. Und man könnte sich mal am Beispiel überlegen, was da so rauskommt. Zum Beispiel ein vernünftiger Wert für diese Kopplung G, das wäre ungefähr 0,1. Das entspricht der quartischen Higgs-Kopplung im Standardmodell. Das ist genauso ein Phi hoch 4 Term wie in der Phi hoch 4 Theorie und der Wert in der Natur ist also 0,1 für diese Kopplung. Und dann können wir ja mal annehmen, M, die Masse, sei die Elektronenmasse. So als irgendein vernünftiger Wert, das ist 5 mal 10 hoch minus 4 GeV. So, und dann gucken wir jetzt mal unsere drei Vorhersagen an. Und die hängen ja noch von diesem unphysikalischen Parameter μ ab. Das μ müssen wir auch wählen. Also wählen wir es. Eine Möglichkeit wäre, μ ist gleich m, also gleich der Elektronenmasse. So, was kriegen wir dann für Vorhersagen? Wenn wir das alles wählen, dann bekommen wir hier für die Polmasse eine Vorhersage, und zwar welche? M Pol Quadrat ist gleich M Quadrat mal 1 und dann minus G durch 32 Pi Quadrat mal ln μ Quadrat durch M Quadrat plus 1. So, was kommt da raus? Das heißt, wir kriegen da minus, sagen wir mal, 0,1 durch 32 Pi Quadrat mal 0 plus 1. Okay. Ich habe also 0,1 eingesetzt für die Kopplung und 0 habe ich eingesetzt für den Logarithmus, denn wir haben jetzt μ gleich der Elektronenmasse gewählt, das heißt, der Logarithmus fällt weg. In diesem Fall kriegen wir also eine Korrektur, die gegeben ist als ein Zehntel mal etwa ein Dreihundertstel, das ist weniger als ein Promille, ein Drittel Promille, 0,3 Promille Korrektur, das ist eine sehr kleine Korrektur. Okay, aber immerhin eine Korrektur. Gut, was erhalten wir für die anderen Größen, hier dieses G statisch? Das ist gleich G mal 1 minus und auch wieder 0,1 geteilt durch 32 Pi Quadrat und dann halt auch 2 plus 0. Den Logarithmus habe ich wieder auf 0 gesetzt und dann bleibt eben 2 übrig. Das heißt, wir kriegen hier eine 2 mal 0,3 Promille Korrektur, ist ebenfalls eine sehr kleine Korrektur. Die Korrektur wäre größer, wenn diese Kopplungskonstante größer wäre, zum Beispiel 1 anstatt 0,1, aber immerhin, dann wäre es immer noch weniger als 1% Korrektur. Okay. Aber was kommt jetzt raus für das G unendlich, also für die Hochenergiestreuung? Was erhalten wir für Hochenergiestreuung? Da kriegen wir G mal 1 minus die Kopplung 0,1 durch 32 Pi Quadrat. Und jetzt haben wir hier diese Logarithmen. Ln μ Quadrat. Und das ist eben jetzt Ln die Elektronenmasse zum Quadrat geteilt durch hoch 3 hoch 6 geteilt durch Betrag S mal T mal U.
plus die 2. Und wenn diese Energien gegen unendlich gehen, dann geht der Logarithmus eben gegen unendlich. Das heißt, für hinreichend große Energien kriegen Sie da beliebig große Korrekturen. Vor allem haben wir jetzt endlich eine Energieabhängigkeit. Das heißt, die Streuung ist jetzt nicht mehr eine impulsunabhängige Konstante, wie auf Tree-Level, sondern die Einloop-Korrektur liefert eine Impulsabhängigkeit, und zwar eine logarithmische Impulsabhängigkeit. Das heißt, die Theorie sagt vorher, dass je höher die Energie ist, desto größer, und zwar logarithmisch größer, wird die Streuamplitude. Also wenn S größer wird, wird ja der Logarithmus hier, oder halt, wie ist es? Man muss das Vorzeichen umdrehen, dann wird hier ein Plus, also dann wird der Streuquerschnitt größer. Also das hier ist eine numerisch große Korrektur. Oder kann jedenfalls numerisch groß werden. So, das heißt, in diesem Schema hier mit μ gleich der Elektronenmasse kriegen wir für zwei Observable eine sehr kleine Korrektur, aber für die dritte Observable eine eventuell sehr große Korrektur. Und jetzt erkennen wir aber, dass wir ja dieses μ frei wählen können. Wählen wir also mal μ anders. μ sehr groß, zum Beispiel μ gleich 14 TeV gleich LHC Energie. So, was kriegen wir dann? Dann kriegen wir eben m Pol Quadrat ist gleich m Quadrat mal 1 minus diese Kopplung hier 0,1 durch 32 Pi Quadrat. Und hier kriegen wir jetzt einen großen Logarithmus. Ln von μ Quadrat geteilt durch m Quadrat. Und der Rest ist irrelevant. Und das ist jetzt hier sehr groß. Numerisch, wie groß ist das eigentlich? 14 TeV geteilt durch 10 hoch minus 4 GeV. Das ist sowas wie 10 hoch 8 ungefähr. 10 hoch 8, dann haben wir Logarithmus von 10 hoch 8. Das ist also eine relativ große Zahl. Das heißt, diese Störungstheorie wird verschlechtert und wir kriegen eine große, numerisch große Korrektur durch das Auftreten von diesem Logarithmus. Das Gleiche passiert auch für das G statisch. G mal 1 minus 0,1 durch 32 Pi Quadrat mal diesem plus 3 mal ln μ Quadrat durch m Quadrat. Das ist ebenfalls eine große Korrektur. Das heißt, wenn wir dieses μ groß wählen, viel größer als die Masse, dann werden diese Korrekturen hier für die statischen Größen aufgebläht. Die werden dann größer. Aber was passiert jetzt für das G unendlich? Da kriegen wir jetzt G ist gleich mal 1 minus Kopplung geteilt durch 32 Pi Quadrat mal dieses 6 plus ln von diesem μ Quadrat, μ hoch 6 geteilt durch Betrag STU. Plus kleine Größen. Und jetzt ist es eben so, dass wenn wir Streuungen betrachten bei Energien STU, die ungefähr gleich der LHC-Energie sind, dann sind das ja sehr große Energien. Wenn die aber gleich sind, diesem μ, dann ist der Logarithmus hier klein, beziehungsweise im Extremfall ist der Logarithmus genau 0 und dann kriegen wir hier eine sehr kleine Korrektur. Das heißt, wenn wir das μ anpassen an die Energie unseres physikalischen Streuprozesses, dann können wir die Größe dieser Korrektur hier minimieren und damit die Störungstheorie optimieren. Und das ist so ein Beispiel für eine Änderung des Renormierungsschemas, denn streng genommen ist das hier ein anderes Renormierungsschema als das hier. Wir haben das μ geändert und dieses Schema ist optimal angepasst, um Größen auszurechnen, die bei niedrigen Energien definiert sind. Statische Größen, hohe Masse, statische Streuung, aber es ist schlecht, um Hochenergiestreuung zu berechnen. Dagegen das Schema ist schlecht, um statische Größen zu berechnen, aber gut, um Hochenergiegrößen zu berechnen. Das heißt also, die Störungstheorie liefert kleinere Korrekturen. Das heißt, der Tree-Level-Parameter G in diesem Fall
ist näher dran am wahren Wert der Observable. Sie könnten sich jetzt auch fragen, was passiert, wenn ich μ noch viel kleiner wähle. Also wir haben einmal μ gleich der Masse gewählt, einmal viel größer als die Masse. Man könnte das μ auch viel kleiner wählen, aber das hat dann nur Nachteile. Dann sind alle Korrekturen schlecht. Und überall kriegt man halt diesen großen Logarithmus. Das heißt, das machen wir nicht. Aber hier sieht man schon, μ kann man also so gewählt werden. Dass die Störungstheorie optimiert wird in gewisser Weise. Aber egal, wie Sie das μ wählen, Sie schaffen es nicht zu erreichen, dass simultan alle Observablen sehr präzise vorhergesagt werden. Denn in der Relation zwischen Observablen gibt es immer einen Logarithmus, der niemals wegfallen kann. Das ist ein physikalischer Effekt, der durch kein Renormierungsschema dieser Welt irgendwie absorbiert werden kann. Also, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, die Relation zwischen Input-Parameter und Observable ist nicht unbedingt physikalisch, weil Sie den Input-Parameter so wählen können, wie Sie wollen, aber eine Korrelation zwischen verschiedenen Observablen ist natürlich immer physikalisch. Und hier sagt uns eben die Theorie, dass die Korrelation zwischen diesen zwei Observablen auf jeden Fall einen relativen Logarithmus enthält zwischen dem m² und dem STU. Und das sind zwei physikalisch messbare Größen, Impuls bzw. Ruhemasse. Und dieser Logarithmus wird in der Differenz der zwei Streuamplituden immer auftreten. Das ist also ein physikalischer Effekt. Das heißt, was ich vorher gesagt hatte, ist, dass die Theorie vorhersagt, dass der Streuquerschnitt logarithmisch ansteigt mit der Energie. Das ist eine eindeutige Vorhersage hier. So schreiben wir das plakativ auf. Okay, so viel zum MS-Bar-Schema, zu der minimalen Subtraktion, also zu diesem einfachsten denkbaren Renormierungsschema. Und jetzt würde ich gerne ein zweites Renormierungsschema gegenüberstellen. Ein Loop, und zwar das sogenannte On-Shell-Renormierungsschema. Das ist ein sehr physikalisches Schema. Sie werden gleich sehen, warum. Ich will generell nochmal diese Bedeutung von Renormierungsschemata angeben, die wir schon mal hatten. Nämlich die Wahl des Renormierungsschemas ist äquivalent zu der Wahl der endlichen Anteile der Renormierungskonstanten. Also von Delta G und so weiter, Delta M Quadrat, Delta Z. Aber das ist auch äquivalent zu der formelmäßigen Beziehung zwischen den verbleibenden renormierten Parametern und irgendwelchen Größen im Endergebnis, wie zum Beispiel Observablen. Das heißt, das ist äquivalent zu der mathematischen Relation zwischen Observablen und den Input-Parametern G und so weiter. Und im MS-Bar-Schema kriegen wir also diese formelmäßige Beziehung zwischen den Input-Parametern und Observablen. Und wenn Sie natürlich die
formelmäßige Beziehung haben zwischen Observable und Parameter, dann wissen Sie auch, was ist die physikalische Bedeutung dieser Parameter, wie können Sie die messen, welchen Observablen entspricht der Parameter genau. Okay, so das ist, was die Wahl des Renormierungsschemas impliziert. Und jetzt haben wir das MS-Bar-Schema gewählt und das MS-Bar-Schema war so definiert, dass per Definition diese Renormierungskonstanten Delta G extrem einfach waren, nämlich die waren eine reine Divergenz. Rein groß Delta oder 1 durch Epsilon und die endlichen Anteile wurden einfach rigoros auf 0 gesetzt. Das heißt, hier brauchte man überhaupt nichts zu überlegen. Das ist also einfach im MS-Bar-Schema. Aber dafür hatten wir in der Definition überhaupt nichts gewusst über irgendeine Relation zwischen den Parametern und Observablen. Das war nicht vorgegeben, war nicht Bestandteil der Definition. Aber wir sehen es jetzt im Ergebnis. Das ist die Relation zwischen Input-Parametern und Observablen. Das heißt, unsere physikalisch messbare Masse ist ungleich dem Theorieparameter m². Das könnte man unschön finden. Oder hässlich oder unpraktisch oder obskur. Also diese Größe m² ist nicht die physikalisch messbare Masse, sondern ist irgendeine Theoriegröße, die sich von der messbaren Masse durch diese Formel unterscheidet. Und die Formel hängt sogar ab von dem unphysikalischen μ. Okay. Also ist dieses m², wenn ich es aus der gemessenen Masse ausrechne, würde das eine Funktion von μ sogar sein. Das ist also ein Theorie-Massenparameter, der eine obskure Relation zu Observablen hat. Und deswegen hat dieses M² im MS-Bar-Schema hat nicht direkt eine physikalische Bedeutung im Sinne von, das ist die Masse von einem Teilchen. Das ist halt eine Theoriegröße. Und genauso die Kopplung G ist irgendein Theorieparameter als Funktion dessen, ich Observablen ausrechnen kann, die ich messen kann. So ist auch die physikalische Bedeutung von dem G an sich. Ist halt irgendwas, aber nicht eine bestimmte Größe, die Sie gut angeben können. Okay. Das heißt, das ist nicht offensichtlich im MS-Bar-Schema. Also Sie können alles ausrechnen und so, aber die Bedeutung ist eben dann kompliziert. Und jetzt ist dieses On-Shell-Schema, was ich jetzt angeben möchte, natürlich genau das Umgekehrte. In dem On-Shell-Schema fordern wir per Konstruktion, dass die Input-Parameter der Theorie, also diese renormierten Größen hier, eine definierte physikalische Bedeutung haben im Sinne von einer Messung. Jeder Theorieparameter ist direkt mit einer Observable identifiziert. Und dann ergibt sich halt irgendwas Kompliziertes für die Renormierungskonstanten. Das heißt, wir drehen die Vor- und Nachteile genau um. Und dieses On-Shell-Schema ist deswegen ein physikalischeres Schema, was aber komplizierter ist und auch nicht immer funktioniert, sondern nur in Theorien, die so strukturiert sind wie unsere 404-Theorie. Also schreiben wir zunächst mal noch das Offensichtliche auf. Die Physik kann also nur abhängen von den nackten Größen. Also von den nackten Größen wie m bär Quadrat, g bär. Und die kann ich jetzt anders aufspalten. Das heißt, ich schreibe m bär Quadrat ist gleich m Quadrat plus Delta m Quadrat in unserem bisherigen MS-Bar-Schema. Und das soll gleich sein einer neuen Aufspaltung m² im On-Shell-Schema plus Delta m² im On-Shell-Schema. Das heißt, die Antwort auf die vorhin gestellte Frage ist, die Summe von dem renormierten Parameter plus Renormierungskonstante ist in allen Schemata die gleiche. Das heißt, die Differenz der renormierten Größen können Sie ausrichten, indem Sie die Differenz der Renormierungskonstanten bilden oder umgekehrt. Genauso für die nackte Kopplung. G bär ist gleich G plus Delta G
in unserem bisherigen MS-Bar-Schema, soll jetzt neu aufgespaltet werden zu G-On-Shell plus Delta G-On-Shell. Und wir stellen jetzt eine neue Forderung an die endlichen Anteile dieser Renormierungskonstanten. Die Divergenzen können wir nicht ändern, aber die endlichen Anteile können wir ändern. Und die Definition ist jetzt implizit. Die Forderung, die wir jetzt stellen, ist nicht einfach nur endlicher Anteil gleich 0, sondern wir stellen eine physikalische Forderung an die Renormierungskonstanten. Forderung 1a lautet, die renormierte Selbstenergie nach Addition der Counterterme an der Stelle p² gleich der Polmasse des Teilchens zum Quadrat, das ist 0. Das ist unsere Forderung. Okay. Die Forderung ist erfüllbar, denn was auch immer es ist, der Counterterm macht das Ding endlich und dann definieren wir den endlichen Anteil der Renormierungskonstanten so, dass hier dann eine 0 rauskommt. Das ist also eine erfüllbare Forderung, die einen endlichen Anteil von einer Renormierungskonstante festlegt. Zweitens, auch die Ableitung soll 0 sein. D nach dp Quadrat von Sigma Root von p Quadrat an der Stelle p Quadrat gleich der Polmasse zum Quadrat, das soll ebenfalls gleich 0 sein. Wir können so eine Bedingung auch erfüllen, weil wir wissen, dass wir eine Renormierungskonstante Delta Z haben, die liefert einen p Quadrat abhängigen Anteil. Und den endlichen Anteil von dem Delta Z können wir dann irgendwie so wählen, dass die Ableitung von diesem auf irgendeinen Wert gesetzt wird, den wir vorgeben können, und wir geben 0 vor. Das sind zwei Bedingungen, die indirekt zwei Renormierungskonstanten festlegen. Und die zweite Forderung ist, unser Theorieparameter G im On-Shell-Schema, der ist gleich per Definition unserer Observable G statisch, also der Streuamplitude im statischen Grenzfall. Per Definition. Das heißt, wir identifizieren hier direkt einen Theorieparameter mit einer Messgröße. Und das ist auch möglich, weil wir da einfach nur den endlichen Anteil der Renormierungskonstante Delta G irgendwie so wählen müssen, dass halt die ganze Differenz, die wir vorhin hatten hier, dass die einfach durch das Delta G weggehoben wird. Das können wir auf jeden Fall machen. Und ich glaube, die Zeit reicht nicht mehr aus, um das jetzt durchzuziehen, aber alle Bedingungen sind jetzt vorgegeben. Das sind physikalische Bedingungen, die kann man alle auflösen und die Ergebnisse für die drei Renormierungskonstanten herleiten aufgrund von diesen Bedingungen. Dann sehen Sie auch explizit, dass alle Bedingungen erfüllbar sind. Und danach diskutieren wir dann in der nächsten Stunde, was an diesem Schema so physikalisch ist, warum das also ein physikalisches Schema ist. Und dann werden wir auch die Ergebnisse für alle Observablen in diesem physikalischeren Schema angeben und vergleichen mit den Ergebnissen des MS-Bar-Schemas. Dann also bis Donnerstag.